Hallo und herzlich willkommen bei Madhouse. Heute bei uns Christian Schachinger. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du so lange Zeit gehabt hast, so lange warten hast wollen. Genau, ja. Sag einmal, du bist beim Label? Apparat Digital. Danke. Das ist das Hauptlabel. Habe ich mir nämlich nicht gemerkt. sag mal, was spielst du? Ich spiele Techno. Dark, melodisch, experimentell. Ja? Das ist so meine Richtung. Es ist immer, jeder Track ist immer unterschiedlich. Also da von Chor-Einflüsse, melodisch oder so Art Breakbeat, Drum and Bass, ist ganz verschieden. Das ist witzig, weil wie ich dich kennengelernt habe, hast du gesagt, du spielst Minichor. Genau, Minichor war praktisch der Anschluss, also der Wechsel sozusagen von Hardcore auf dann die langsamere Musikrichtung, wo man, da, wo man dann denkt, ja, was mache ich da jetzt, dass ein hoher Wiedererkennungswert ist. Ne? Da haben wir dann überlegt, so ein Techno-Track mit so Melodie und so leichte Minimal-Geräusche und dann habe ich eben gesagt, statt der Techno-Bassline nehme ich eine Hardcore-Bassline, nur halt auf 135. Dann ist eben das Minichor entstanden, das hat sich dann entwickelt und dann bis zu dem Punkt, hey, das ist ja Techno-Platten und jetzt mische ich ein wenig die Einflüsse und so weiter und jetzt kommt dann auch eine EP raus mit einem Tribal-Techno-DJ, also experimentell, also sehr gerne, immer wieder gern zu haben. Und ja. Das heißt, du produzierst wie lange schon? Ich habe angefangen im Februar sowas 2010, mache jetzt Producing und gestartet hat das mit der Musik Mitte 2008 beim DJing. Das war Vinyl, anfangen und wieder aufhören und dann war das eben das mit Producen dann. Du hast angefangen mit Vinyl, legst du aber jetzt nochmal mit Platten, also mit CD CDs oder auf. USB, genau. Und einfach der Praktischheit halber auf? Oder? Jein, also es gibt viele Sachen, was zum Beispiel Vinyl nicht gibt, sondern mehr im digitalen Bereich, beziehungsweise mein Sound ist ja nicht auf Vinyl und den präsentiere ich halt gern und da bleibt mir halt nicht viel mehr Möglichkeiten über, wie gesagt, CD, USB oder eben, sage ich mal, Traktor, Vinyl, aber das ist nicht so meins. Wenn du produzierst, wo nimmst du deine Ideen her, wo nimmst du deine Inspiration her? Also Inspirationen ist ja Melodie, ganz, also ich höre mir viele Sets an, ob jetzt Techno bis Frenchcore zum Beispiel und da kommt man dann, schießt man wieder Ideen rein, dann probiere ich das irgendwie so anzupassen, dass ich sage, okay, das kann ich in so einen Techno-Track verwenden, Melodie und so weiter und Effekte. Das ist ganz verschieden. Ja. Fällt dir das eher daheim, wenn du betrunken bist oder eher in der Arbeit? Oder na, daheim bin ich eigentlich sehr selten betrunken. Es ist eher, wenn ich sage, aber ja. Nein, also beim Autofahren ist es meistens, dass mir was einfällt oder daheim, wo man ein bisschen experimentiert daheim beim Produzieren, dann kann es passieren, dass was draus wird. Oder man lässt es liegen für eine Zeit und dann kommt vielleicht der Ideenschwung wieder. An welcher Platten hast du oder an welcher Nummer hast du bis jetzt am längsten gearbeitet? Das ist eine gute Frage. Oder welche ist am schnellsten gegangen? Mal andersrum gefragt. Die schnellste ist jetzt Schwabe, über 80 Platten. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ja. Also wie gesagt, jetzt sind schon über 80 Platten. Es ist auch jetzt momentan die Anfrage sehr groß geworden, also von vielen Acts. Und auch jetzt dann Vereinbarungen mit anderen, dass wir gewisse Sachen probieren mit dem Travel Techno DJ. Und ja, momentan ein bisschen ausgelastet, aber ich freue mich drüber. Sehr super. Musik ist dein Hobby und du lebst da nicht quasi davon, oder? Nein, ich gehe ganz normal arbeiten, mache Zweierschicht und Musik ist mein Hobby. Und ich finanziere durchs Arbeiten gehen mehr oder weniger sozusagen auch der mein Hobby. Ne? Und mir taugt es also. Je mehr. Schon mal ein Punkt gekommen, wo du gedacht hast, hey, wenn ich jetzt mehr in die Musik, mit Musik machen stecke, dann höre ich auf zum Arbeiten? Ich wiege das immer an, ich sage, okay, wie entwickelt sich das Ganze, weil ich habe auch gerade einen eigenen Style, einen harten Style oder sagen wir für den Techno-Bereich eher wegen einem schnelleren Style. Jetzt muss ich mal schauen, wie entwickelt sich das Ganze und ich sage, keine Frage, nein, glaube ich so gut nicht, wenn es heißt, ich könnte davon leben. Aber bis zu dem Datum ist sicher nur ein großer Weg hin und schauen wir mal so. Ich mache es mit Herz und das ist wichtig. Weißt du noch, wie die erste Nummer hast, die du produziert hast? Die erste Nummer war im Hardcore-Bereich Unheilbar krank. Gut. Hören wir eigentlich heute, oder hören wir ausschließlich Nummern von dir? Heute hört es von mir
Also das ganze Set von mir ist von mir produziert. Es sind Free-Tracks drauf, Release-Tracks, was schon draußen sind, was kommen. Mhm. Ja. Experimentell ist, glaube ich, auch ein bisschen was dabei. Und melodisch, wie gesagt. Hm. Ja, ich bin gespannt auf das Set. Es ich bin auch gespannt, wie es ankommt. Seitdem ich erst gehört habe, was ist Miniqor und wo hast du jetzt mittlerweile hin entwickelt. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Und genau, liked's noch, kauft seine Platten und ladet euch eure Sachen, seine Sachen dran. Ciao.